Die Stunde der Wahrheit ist geschlagen oder hat geschlagen und wird geschlagen sein. Miau, miau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Battle Cats, das wollte ich sagen, natürlich. Wir machen jetzt die Sweet XP Insane Stage mit der Weightlifter Cat. Jump jetzt raus, Pizza geht rein, haben wir. So, na, werden wir mal schauen mit der neuen Cat. Wir werden natürlich erstmal Meat-Charts vorbringen, ist ja logisch, dann die dann hinterher. Die hat halt auch einen Area-Attack, ne? Das ist halt sehr praktisch, das stimmt. Bam! Aber, wobei, doch von der Attack, von mit Attack Speed ist es wahrscheinlich gleich. Batsch! Okay, der Schaden klingt schon mal geil. Ich muss aber sagen, diese Cat ist einfach für mich absolut unästhetisch. Sie ist einfach zu groß. Ja, sie ist einfach sehr, sehr, naja, sehr auffällig, ne? Aber sie soll sehr strong sein, deswegen nehmen wir sie mit, ist kein Ding. Starke Dinger nehmen wir immer mit rein. Jo. Es kommt doch wieder der Typ, ne? Wir nehmen noch Batzibon hinterher. Oh nein, tatsächlich nur Kängurus. Sehr cool. Also erstmal nur Kängurus. Ah, weil die schwarze Gegner sind. Yo, easy peasy, Leute. Okay. Deswegen ist sie halt nur gut, ne? Oder gut gegen diese Stage. Weil, oha, Alter, wenn das echt schon gewesen ist, holy shit. Und ich kriege jetzt mal 500.000, wenn ich das richtig errechnet habe. Verdammt, da kommt noch einer. Hätte ich mir denken können. Wäre zu einfach gewesen. Aber auch die kriegen wir easy peasy down, oder? Unsere Pizza Cat wird sie umnieten. Ah, wie viele Knockbacks das Ding hatte. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft. Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis dafür. Das heißt, wir können jetzt noch einfacher Erfahrung leveln. Ah, okay, es sind nicht 500.000, es sind 347.000. Ist aber auch in Ordnung. Und wir haben natürlich das geklärt, ne? Das heißt, wir können jetzt einfach regelmäßig... Oh, okay, das werde ich machen, Leute. Das ist mega nice. Mega, mega nice. Und das war wirklich gar nicht schwer gewesen. Einfach nur die Pizzakette und let's go. Ja, vielen Dank dafür. Das heißt, die werde ich jetzt regelmäßig farmen. Jedes Mal 347.000 Erfahrung dazu. Und wir können natürlich dadurch jetzt nochmal ganz kurz meine Weightlifter Cat upgraden. Ding, ding, ding. Ja, weil wir die ja auf 34 gebracht haben. Wir können sie natürlich noch weiter aufleveln. Ich weiß gar nicht, ist es sinnvoll mit Cat's Eyes, die hier aufzurüsten? Oder sollte ich lieber die andere, die ich hatte? Wo ist denn die? Super Rare gewesen, ne? Müsste ja. Die hier. Die. Doch, die Hip-Hop-Cat, das ist richtig. Die sollte ich auch noch aufrüsten, oder? Mein schwach ist die nicht. Das ist ja scheinbar eine, die wir öfters mal nutzen. Ja, ich meine, ich habe 23 Stück davon, die farm ich explizit halt. Kotatsu-Cat wurde mir übrigens auch unter dem letzten Video aber da bin ich jetzt noch nicht. Wegen Wave-Attacks, ich glaube, die kann Wave-Attacks blocken, ne? Das made way. Ne, noch nicht. Vielleicht erst auf einer späteren Ebene, das kann auch sein. Okay, sehr, sehr nice. Team auf True Form bringen, da bin ich ja noch dabei, ne? Die kann ich eh nicht mehr auf True Form bringen. Hier kann ich die auch gar nicht aufrüsten, ne? Die ist, glaube ich, eh schon auch getrueformed. Die ist getrueformed. Hier bin ich noch dabei. Die habe ich getrueformed. Die habe ich getrueformed. Die habe ich getrueformed. Soweit ich das alles in Ahnung habe. Kann ich mir die anzeigen, die ich nur in News habe? Ne, das geht gerade nicht. Genau, die kriegt nämlich keine True Form. Dieses Cat's Eye sollte ich hier nicht benutzen, sonst flamet ihr mich alle wieder voll, dass es einfach scheiße gewesen ist. Genau, da wird noch evolved. Die kann ich nicht evolven. Ich könnte hier das Level Cap erhöhen tatsächlich. Hier ist es, glaube ich, sinnvoll, bei Cassie das Level Cap zu erhöhen, oder? Mit dem gelben. Aber ich bin mir unsicher, warte ich mal auf eure Kommentare. So, was haben wir denn sonst noch so Schönes? Wenn du eine von Übers entwickeln möchtest, dann würde Bora, ja, richtig. Flower Cat. Ach genau, jemand hatte geschrieben, das war glaube ich sogar, nein, ich rede jetzt, glaube ich war das gewesen. Das ist ja hier mit dem, ne, da will ich nicht hin. Ne, hier geht's nicht mehr. Ah, ich glaube, das war ein Empire of Cats gewesen, ne? Chapter 1 hier. Dass man hier die Tür aufmachen kann. Und da kriegt man nämlich die Flower Cat. Das Problem ist, dass ich es bei BlueStacks nicht richtig machen kann. Und er meinte zu mir, wenn ich am 2.5. um 14.22 Uhr, weiß nicht, ob es Troll ist, keine Ahnung, es klingt irgendwie nach Troll,
Aber ich glaube dem jetzt erstmal grundsätzlich. Um 14:20 ein oranges Stage mache, dann kann ich sie auch bekommen. Die Frage ist, welche orange Stage? Die Frage ist, muss ich da fertig sein oder muss ich sie einfach nur beginnen? Das, meine lieben Freunde, werde ich am 2.5. herausgefunden haben und es euch beim nächsten Mal dann mitteilen. So, hier haben wir, hier fehlt übrigens immer noch das Ding hier, ne? Sollte ich vielleicht auch mal machen, oder? Und hier haben wir 18 Gold Treasures, weil aktuell kein Treasure Festival gewesen ist damals. Jetzt ist es halt wieder, 12 Stunden haben wir noch. Super viele Golden, hier ist halt der Rest noch braun, Silber und so weiter. Madagaskar haben wir hängen geblieben. Könnte ich theoretisch weitermachen, stimmt. Was ich aber gerne, aber das muss ich, mache ich selber wahrscheinlich. Die beiden hier noch Gold Stagen, ne? Die beiden letzten Missionen. Aber das können wir jetzt auch machen. Let's go, lass es machen. Lasst uns zusammen die alten Missionen Gold treasuren, überhaupt mal treasuren, damit wir einfach mehr Energie bekommen. Wir können auch mal die alte Mission, so ein bisschen alte, in Erinnerung schwelgen, ja. Guck mal, sag mal, ich habe die Psycho-Kette dabei, alles gut. Ich habe jetzt auch Batzibon dabei, das heißt, also es dürfte echt überhaupt kein Ding sein. Ich glaube, der kommt auch erst später raus, ne? Na, da kommt schon einer. Weil das wäre natürlich ganz gut, wenn ich jetzt die Insane Stage staffe. 500 Energie ist schon wirklich viel, die wir da brauchen. Dass ich natürlich mehr auf das Max Energie gehe. Habe ich bisher nie gebraucht, weil ich fand 720 war wirklich schon extrem viel. Um das rauszuhauen, habe ich aber echt teilweise lange gebraucht. Bam. Zeig, jetzt schick gleich mal vor. Okay, Rocker Cat, hau rein. Und hinterher. Erstmal alle Einheiten leveln, alle Einheiten setzen. Okay, hat er noch nicht. Batzibon! Und dann kommt noch die Legend Rare gleich hinterher, aber die ist ja eh super schnell. Deswegen können wir die ruhig am Ende schicken. Bam! Rocker Cat macht so ein Damage. Und da kommt sie hinterher geflogen. Mein Mewtwo! So, und jetzt kommt gleich. Ah, da kommt die Robbe schon raus. Batzibon, los! Hau rein! Oh, da ist er. Mm. Ach, die Musik. Geil, oder? Und da haben wir ihn gefreezed. Ah, die Psycho-Kette ihn gefreezed. Die Batzibon greift schon an. Geslowed. Ah, schon wieder gefreezed. Was ist mein... Oh, die kommt da hinten erst. Es dauert noch eine Weile, bis der Slow ankommt. Ja gut, das war's. So viel zu dieser damals mächtigen Stage, meine lieben Freunde. Okay, wenn ich jetzt kein Gold bekomme, ist nicht so schlimm. Aber ich habe ein Treasure Festival immerhin. Ah, geilo! Nice Sache, Leute. Wie cool. Und den Mond auch noch. Komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Der Mond ist natürlich wieder geil wegen der Musik, ne? Und jetzt, los geht's. Okay, nein, die ist noch sehr episch. Bei Empire of Cats Chapter 1 war die, glaube ich, richtig episch gewesen, ne? Hier ist sie jetzt, normal, finde ich. Das heißt, ich werde erstmal Batzibon raushauen. Ja, first Batzibon. Ah, ich liebe Momente, Flamely. Das ist so eine gute Überrare! Vor allem, die ist einfach, die hebt sich einfach von den anderen Katzen so krass ab, weil es einfach so eine Anime-Figur ist, ne? Oh. Es wurde geschnippelt. Batsch! Oh doch, die Musik ist geil. Oh, der Anfang war jetzt nicht so episch. Los! Bam! Okay, aber jetzt ist so der gewünschte Effekt. Oh, das ist okay. Ich finde, die ist noch ein bisschen zu slow, muss ich sagen. Wobei das ja nicht verkehrt ist, dass sie langsam ist, damit sie eben nicht so schnell vorkommt, weil sie hat einen richtig fetten blinden Fleck, ne, diese Einheit. Ah, ist jetzt nicht so geil. Was haben wir? Achso, Mond. Ja, genau, jetzt ist hier der Typ wiederkommen.
der Prinz, der Thron-Typ. Oh. Ups. Ich warte kurz, bis der einmal alle zurückstößt. Ah, die Valkyrie kommt. Ah, okay. Oh, die Musik, ohne Scheiß. Die Musik ist... lecker. Die Musik ist einfach... Oh. Der Licious. Wir können sogar noch eine zweite Flamme die raushauen. Und jetzt haben wir zwei hier. Hey, wer bist du? Ich bin der einzige Flamme. Ich bin ein Unique Item. Ein Unique Einheit. Nein, ich bin auch da. Ich bin ein Parallelgeist. Ich habe jetzt den Anime Spinne angeschaut. Mega guter Anime, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es da nicht auf Deutsch, sondern nur mit deutschen Untertiteln. Aber ein super, super hammer nicer Anime, muss man sagen. Und da gab es halt auch Parallelgeister, die sich, oder wie heißt es? Parallel. Naja, auf jeden Fall im Kopf noch ein paar mehr Leute, die sich um verschiedene Aufgaben gekümmert haben. Ich kümmere mich um die Ains, ich kümmere mich auch um die Ains. Gold! Das ist nur braun. Aber das ist okay, wir haben jetzt insgesamt 749, das heißt 29 mehr. Das ist okay, wir behalten es erstmal. Wir arbeiten es im Hinterkopf. Genau, der Rest ist erstmal egal. Gut, ja, da sind wir jetzt da. Wir gucken mal ganz kurz bei den Roten, ob wir noch was machen können. Cats of the Cosmos müsst ihr doch auch mittlerweile eigentlich easy schaffen, oder? Ziemlich viele Stages. Ich werde natürlich erstmal das andere machen, ist klar. Einfach der Reihenfolge her. Ich meine, hier haben wir genau die gleichen Treasures, ne? Wobei, hier sind nur Stared Aliens. Metall. Zombie. Okay, ne, das ist tatsächlich gar nicht so sinnvoll. XP Gang und nein, ist mehr Erfahrung. Was ist das hier? Holy shit, Alter, wie sieht das denn bitte aus? Oh mein Gott, das sieht ja geil aus. Aber ich muss sagen, dieses Game hat einfach unglaublich viel Content, ne? Und wir haben unser finales Ranking bekommen. Vor einer Woche hat es ja aufgehört gehabt. Und wir haben, habe ich schon mitgenommen, Top 20%. Da haben wir bekommen 100 Catfood und einen Catcher habe ich bekommen. Ja, war jetzt nicht so überragend, dass man das, was man bekommen hat. Was haben wir sonst noch so? Ihr habt mir gesagt, ihr würdet gerne ein paar mehr rote Stages sehen, habe ich das richtig gelesen. Oh, wir müssen das Purple noch clearen. Und das Yellow auch. Wir kriegen nämlich das easy hin. Kriegen wir das hier eigentlich auch easy oder ist das deadly? Ist auch insane. Probier das mal. Hier habe ich nämlich die 500.000 Erfahrung bei euch bekommen gehabt, ne? Weil ich hab ja die Weightlifter Cat. Und vielleicht hilft es hier auch bei der Insane Stage. Ich meine, die Insane Stage haben wir jetzt auch nur geschafft, weil da ganz viele schwarze Kängurus gewesen sind. Wären das blaue Kängurus, wäre halt Batsibon ganz cool gewesen. Ah, so ein Sushi-Fisch. Wobei, die ist ja auch ganz gut gegen die hier, ne? Wieder. Ne? Mega nice. Okay, vielleicht kriegen wir es hin, ich weiß es nicht. Batsch. Ah, ist nicht tot. Ach du Kacke. Aber ich fände es natürlich ganz cool, weil wir das auch killen können. Also viel Geld hat das wir jetzt nicht, leider nicht gebracht. Wir brauchen mehr Gegner. Mehr, die wir killen können, mehr Pizza-Dinger. Sehr gut, das ist eine undurchdringbare Wand gerade. Ah, Psycho Cat einfach als Fleischschild. Batsibon. Vielleicht kommt mein Benjamin daher. Ich weiß es nicht. Der killt gleich alle. Weiß gar nicht, ob es da noch eine schwerere Stage schon gibt. Oh nice, wir haben sie noch getroffen mit dem zweiten. Sehr cool. Nein, du darfst nicht angreifen. Oh, sehr nice. Okay, wir haben gewonnen, glaube ich, oder? Aber es kam noch. Okay, ich glaube, das. Ich weiß, schaffen wir es nicht. Ich bin mir super unsicher. Ja, kurz.
Meine Güte, was ist denn los? Okay, die schwarzen Gegner kriegen wir. Die Metallgegner nerven halt, ne? Also die sind keine Metallgegner. Die ein metallenes Armband haben. Ich weiß nicht, ich weiß ganz gut, das zu schaffen. Ob das schaffen, ich weiß, keine Ahnung. Probieren wir aus. Dafür sind wir hier. Zweiten Batzibon, nice. Ja, macht halt nicht viel Damage gegen die. Gehe ich von aus. Und der Angriff von Batzibon hätte ins. Ist wahrscheinlich ins Leere gegangen, wenn wir Cat kennen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Yo, nice. Wir haben es geschafft. Außer es kommt jetzt noch eine Ebene. Das ist gleich noch eine. Wir können sogar eine zweite Kessli setzen. Yo, Kessli, ich hab dich nochmal gerufen. Eigentlich müsste es so sein, dass die Übersupers nur einmal gerufen werden können, weil sie einfach viel zu strong sind. Das sollten wirklich einzigartige Gegner sein. 410.000 und nochmal 61.000 dazu. Wir haben es echt geschafft, Leute. Ich muss aber sagen, die andere war einfacher, ne? Ach, guck mal. Nee, das ist tatsächlich ganz cool. Wir kriegen nämlich immer, wenn wir das schaffen, einmal garantiert 400.000 plus nochmal garantiert 61.000. Also es geht so, ne? Also wir haben eine Chance auf 530.000%, die wurde zuerst abgecheckt. Wenn wir das nicht bekommen, wird gecheckt, ob wir die Chance auf 22.000 XP haben. Und wenn das wir nicht kriegen, dann kriegen wir garantiert nochmal 61.000 dazu. Und dann steht ja auch hier EFXP plus 530 oder 220.000 dazu. Dann können wir das nicht mehr bekommen, die 61.000. Muss ich sagen, mega nice. Wie lange haben wir es noch? 1 Stunde 50 Minuten. Also bis 14 Uhr. Das heißt, ich werde das jetzt auch immer killen können. Easy peasy, Leute. Nice, Alter. Wir können immer mehr clearen. Das ist cool. Okay, lass uns die ganzen roten jetzt einfach mal probieren. Gut, die Growing-Dinger. Wir können meinetwegen die Growing auch machen. Warum nicht? Aber erstmal sind wir bei 17 Minuten schon wieder. Und wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge wieder von The Battle Cats. Denn erstmal ist dieser Part leider rum. Die Zeit ist rum. Wir kommen auch gar nicht zum Kommentare lesen. Aber wir haben super viele rote Missionen, die wir machen können. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei The Battle Cats. Miau, miau.